Herzlich willkommen zur Ausgabe 3 von Wills Woche, unser neues Format, mit dem wir die Informationen von smokersplanet.de nochmal auf diesem Kanal weitergeben. Etwas gestrafft die Ausgabe, da wir im Vorfeld der Intertabak natürlich auch auf die Highlights der verschiedenen Branchenteilnehmer warten. Die Branchenteilnehmer halten sich noch richtig gut zurück. Aber seien Sie gespannt und vor allen Dingen seien Sie sicher, dass wir rechtzeitig die Informationen für Sie einfangen und auch an Sie weitergeben. Ja, was gab es in der Kalenderwoche 34 auf smokersplanet.de? Unter der Rubrik Nachgefragt waren wir bei Alexander Eckert und der Firma Pfauen. Pfeife rauchen, eine Leidenschaft, die verbindet. Unser Aufmacher der Woche, Welcome to the Club. Der Villinger Zickerclub verbindet Absinados in der virtuellen Welt. Villinger kreiert mit dem Villinger Zickerclub eine Online-Plattform für Zigarrenliebhaber zum Austausch mit Experten und Gleichgesinnten. Unter den Produktnews haben wir einen Beitrag zur Firma Planta. Der Planta Pfeifentabak Bellevue. Königlich und traditionell und seit Juli im Handel verfügbar. Eine neue Premium Edition der Berliner Tabakspezialisten mit 4 weiteren Genuss-Highlights. Rückblende zu einer Veröffentlichung, und zwar zur Reposado Estate Blend, die auch im Maduro-Format vorhanden ist. Aber hier gibt es eine Preisänderung. Schauen Sie nach, lesen Sie rein und schauen Sie, was das Torpedo-Format aktuell kostet. Das Haus von Eiken kommt mit einem Wasserpfeifentabak neu auf den Markt, und zwar in der 200-Gramm-Dose. Sindbad kommt ganz groß raus. Ja, und dann geht es schon wieder zu den Events und zu den Veranstaltungen. Dort haben wir ein auch wunderschönes Highlight aus dem Hause Don Stefano. Don Stefano geht mit der PDR-Zigars auf Deutschland-Tour. PDR-Chef AB Flores und sein Roller Nandy Roman Lopez sind mit den Rins in Deutschland unterwegs. Lesen Sie nach, schauen Sie rein, bei welchem Fachhändler Sie die PDR-Zigars auf ihrer Tour sehen und begleiten dürfen. In Lorch ist wirklich was los. Die große Tabakstadt aus den früheren Jahrzehnten hat sich mit einer neuen Aktivität zusammengetan und stellt den Tabak neu in Szene. Im September findet eine Großveranstaltung statt, Himmel und Hölle, die schillernde Welt des Tabaks. Mit dabei Annette Meisel. Eine Meldung aus Frankfurt, und zwar aus dem Fachhandelsbereich. Das Frankfurter Traditionsgeschäft Tabak und Pfeife Holz ist in neuen Händen. Die Fachhändlerfamilie Gutfreund hat übernommen und Viktor Gutfreund, das jüngste Mitglied im Fachhändlerbereich dieser Familie, ist jetzt der neue Holzmacher. Im Getränkebereich reichlich Themen, ganz oben, nicht von dieser Welt, Rum Portugal feiert den World Rum Day. Ja, und im Hingucker, echt was los. Rund um das Pipehaus in Koblenz stand der Genuss im Mittelpunkt. Koblenzer Einzelhändler luden zum Sommerfest in die Altstadt ein. Weingut Leo Fuchs begeisterte das die Connoisseure am Meeting Point zusammen mit der Familie Wilde. Und in unserem Mediasonntag sind wir nochmal in Stuttgart unterwegs, und zwar am Stuttgarter Württemberg. Die Rauchzeit mit Sigi Schäuble hat weitere Informationen für uns gebracht und wir haben mit interessanten Menschen, nämlich mit Michaelis Kettner, der Künstlerin am Tabakblatt, und auch mit Antonio de Dias, dem Habanosmacher, über die aktuellen Aktivitäten gesprochen. Was kann ich Ihnen noch aus dieser Ausgabe empfehlen? Mitmachen und gewinnen. Sie haben keinen Kardinal zu Hause? Nein. Dann wird es höchste Zeit. Mit dem Gewinnspiel auf Smokers Planet geht das ganz easy. Der Kardinal Mendoza ist ein absolutes Must-Have im Zigarrengenuss. Spielen Sie mit, gewinnen Sie. Wie immer, Veranstaltungen in Zusammenarbeit mit Art of Smoke, viele Termine für die Zigarren- und Pfeifenraucher aktuell auch in diesen Wochen. Ja, und der Partner der VIP-Lounge, Zigarren Schumm. Marco Schumm mit seinem neuen Auftritt in München in der Lederer Straße 19 oder auch über www.zigarrenschumm.de zu erreichen. Ja, meine lieben Zuschauer, schauen Sie rein, hören Sie rein
Und nicht vergessen, wir sehen uns nächste Woche wieder auf diesem Kanal. Frönen Sie dem Genuss und genießen Sie das Leben. Ihr Klaus-Peter Will.